und willkommen zurück zu Frozen Flame mit der Hildegard. Hallöchen. Wir hocken hier vor den Weihnachtsgeschenk. Also vor einem von vielen. Ich glaube, die Hildegard kann sich schon nicht mehr sehen. Ja, wir waren ganz schön fleißig. Also, zeig mal her deine Lebkuchen. Also nicht mir, sondern unseren Zuschauern. Also ich habe ganze 18. Ich habe jetzt 55. Ich würde sagen, entweder hast du den Weihnachtsmann bestochen oder ich weiß nicht, genau. Ich bin einfach eine fleißige Sammlerin. Guck mal da, wenn die Zuschauer jetzt in den Osten gucken mit dir, dann sehen sie auf der anderen Insel, wie so ein Geschenk von der Ferne aussieht. Siehst du es auch im Osten? Mhm. Ja. Wie so ein brennender Baum. So sieht es aus und das haben wir jetzt doch einige Zeit gemacht, viel gesammelt. Und der Nekro hat vorgeschlagen, dass ihr euch das nicht alles mit anschauen müsst, sondern dass ihr jetzt schaut, was für schöne Sachen wir uns damit kaufen, oder? Richtig. Ich wollte insbesondere euch, das Sammeln ein bisschen ersparen. Wir brauchen nämlich insgesamt 70 von diesen Lebkuchen, die ihr gerade in meinem Inventar gesehen habt. Und in jedem Geschenk sind 4. Jetzt könnt ihr ja 70 durch 4 teilen. Dann wisst ihr, wie viel von diesen Paketen man holen muss. Und für die Pakete muss man halt immer, ja, ewig durch die Gegend fliegen. Sie suchen und die spawnen auch nicht sofort nach. Da muss man immer ein bisschen warten und tralala. Und die Hilde war so super fleißig und hat auch schon, während ich ein bisschen Pause gemacht habe, hat sie auch ein paar gesammelt. Und ich habe mich revanchiert und habe dafür ein bisschen Food rangeschafft, denn das neue Update ist auch da. Nein, nicht nur das Weihnachtsupdate, sondern auch das große Update ist da. Deswegen sind wir auch wieder da. Ja. Und wir haben so Bock. Aber wir wollten erstmal die 2 Weihnachtsfolgen machen. Dass wir zum einen euch natürlich das Winter Wonderland zeigen und zum anderen natürlich auch alles zeigen, was man mit den Lebkuchen kaufen kann. So, ich würde nämlich auch zu dem Teleporter, wo du bist, mal rüber teleportieren. Dann können wir uns ja mal zum Steinachtsmann aufmachen, oder? Ja, so machen wir das. So. Man sieht nämlich oben auch schon, also oben rechts, Hainkern betritt das Portal im Drachenhain. Das ist quasi das zweite große Update und wir sind schon so aufgeregt. Wir wollen unbedingt wissen, was da geht und hoffen natürlich, dass es ein bisschen mehr rockt als hier das Weihnachtsgedöns. Also von dem Weihnachtsgedöns habe ich mir erhofft eigentlich, dass, oder wir, ich glaube die Hildegard auch, dass hier eigentlich die ganzen Inseln ein bisschen schneebedeckt sind. Ja, also ich habe auf jeden Fall gedacht, dass die Welt wirklich anders aussieht. Dass es halt so eine Mini-Weihnachtsportal gibt und wir dann nur Lebkuchen suchen gehen, habe ich mir nicht so gedacht. Muss ich schon sagen. Naja, Lebkuchen ist ja lecker, aber zu viel ist halt auch nichts, ne? So, jetzt muss ich gerade mal gucken, welches war denn das Winterportal? Das dann nicht? Das. Yay, yay. Dann würde ich sagen, ich schmeiße mal meinen Lebkuchen raus, oder? Na, du kommst aber mit rein, oder? Ja, ja. Na, dann kühl mal und dann, ja, dann schmeißt mir gerne raus. Die Teekanne haben wir schon und den Kerzenhalter haben wir schon, richtig? Ja. So. Und die Teekanne auch nicht. So, einen dekorativen Topf. Einen Hocker. Ein Tavernentisch. Ein dekorativer Wandteppich. Ein Schreibpult. Ein Bücherregal. Eine Heldenstatue. Und eine Io-Lampe. Oder Lo-Lampe. Das wusste ich in der letzten Folge auch nicht genau, was das für eine Lampe ist. Yay, damit haben wir alles. Wir haben jetzt sogar 9 Lebkuchen noch übrig. Hast du Bock auf Lebkuchen? Kann man nicht essen, oder? Doch, die kann man essen. Ah, doch, man kann sie essen. Oh. Ach, witzig, iss mal auch einen und guck da mal, was das für einen Buff bringt. Rasner, du bewegst dich jetzt schneller.
Okay. Wow. Oh, ist aber schon fix, ne? Mhm. Der rasende Lebkuchen. Ja. Wir wollen mit euch heute so ein bisschen Housing machen, eigentlich. Jetzt stöhnen einige von euch. Ach nö, ich wollte doch schon den Drachenhain sehen. Nix da. Nix da. Drachenhain gibt es jetzt in der nächsten Folge. Wir können mal gucken, ob das Portal wenigstens offen ist. Ach, guck mal, Hilde, wir haben Glück. Warte mal. Obwohl wir unseren Portalkern schon abgegeben haben, obwohl das ja noch gar nicht zur Verfügung stand, ist es tatsächlich offen. Ach ja. Guck mal rein. Gehst du jetzt da durch? Ich sehe nichts. Das sieht aus, als würde man in der Höhle landen. Oh, stimmt. Oh, ich habe ja kurz überlegt, ob wir kurz reingehen, aber nein, das machen wir nicht. Nein, das machen wir nicht. Wir müssen jetzt erstmal noch einen extra Raum bauen, damit wir Platz für das ganze Deko-Gedöns haben. Ja, wir machen uns ein richtig schönes Wohnzimmer, wo wir unsere Geschenke auspacken können, oder? Ein Weihnachtswohnzimmer. Hä, wie bist denn du da hingekommen? Achso, das ist dein Marker, ne? Ja, ich habe mich gerade gewundert. Oh. Kurz war ich verwirrt. Macht nichts. So, ich würde die restlichen Lebkuchen mal in die Kiste machen, ne? Okay. Falls wir irgendwie Bedürfnis haben. Oh. Wir haben auch festgestellt, also, nicht nur, dass wir hier jetzt noch ein bisschen ausbauen müssen, nein, durch das Update hat sich auch ein bisschen was verändert. Man muss jetzt auch wesentlich mehr essen, da die Mobs doch deutlich mehr Schaden machen und zum Teil erheblich schneller geworden sind. Oh ja. Sehr nice, finde ich. Wir werden zwar wahrscheinlich hin und wieder mal ein paar auf die Nuss kriegen, aber ja, so ist das halt, gell? So ist das. So, Fleisch raus, das raus. Und dann würde ich sagen, haben wir noch genug Holz? Nee. Ich gehe mal ein bisschen Holz holen, ne? Damit wir Bretter machen können, damit wir noch einen Raum anbauen können. Fang doch du schon mal mit dem Raum an und ich hole ein bisschen Holz währenddessen. Traust du dich nicht? Nee, weil ich würde dann, wenn ich Holz geholt habe, die ganzen Sachen bauen, für die ich jetzt den Bauplan geholt habe. Okay, dann hole ich wenigstens den Baum hier. Okay. Wieso soll ich mich nicht trauen? Also. Weiß nicht. Du hast hier noch nichts gebaut, deswegen dachte ich, dass du dir vielleicht... Oder dass du nicht bauen magst. Na, trauen, glaube ich, traust du dich schon. Aber vielleicht hast du einfach keinen Bock. Nö. Für die Zuschauer ist es nur, glaube ich, super langweilig, wenn du Bäume fällst. Das ist interessanter zu gucken, wie du baust. Das könnte sein. So, warte mal, wie viel Bretter habe ich schon? 9 Stück. Ich schnapp mir mal noch die restlichen Bretter. Ja, jetzt ist natürlich nur die Frage. Ich hätte ja gesagt, wir nutzen hier die Fläche vielleicht noch zum Anbau, oder? Vielleicht machen wir die Treppe da weg und nutzen die Tür unter anderem, dass wir hier... Ja, das probieren wir aus. So. Wir brauchen Fundamente. Fundamentalente. Ich muss sagen, dieser Lebkuchen-Superspeed ist schon ganz witzig. Lebkuchen-Superspeed. Du weißt, was ich meine. Ja. Ich glaube, wir bauen das auch einen Tickel höher. Wir machen das mal auf die Höhe. Warte mal, kann ich? Ja, wir können dann noch Lebkuchen holen, solange es die Aktion noch gibt. Ich weiß ja nicht, wie viele du gerne auf Vorrat hättest. Ja. Weiß nicht. Ich habe jetzt echt viel Lebkuchen gesammelt. Ich habe im Moment keine Muse, einfach so weiter zu sammeln. Außer für unsere Zuschauer. Nicht? Nö, was? Irgendwie nicht. Das war jetzt ganz witzig, aber ich bin vor allen Dingen mutiger geworden, was das Fliegen angeht. Das ist gut. Weil man will ja nicht dauernd Zwischenstopps machen, wenn man so viel unterwegs ist. So, ich glaube, die Höhe ist ganz gut. Das ist alles auf der gleichen Höhe, ne? Ja. Dann können wir nämlich eine Kiste wegmachen und eine Tür reinmachen. Dann kann man nämlich sowohl von der Werkstatt als auch vom... Ich weiß gar nicht, wie nennen wir denn... Machen wir da auch dann den Ofen und so rein? Oder ist es wirklich nur Wohnzimmer? Also,
Ach, das müssen wir mal gucken. Das. Ach, verdammt, meine Steinaxt ist kaputt gegangen. Hä, hast du keine Knochenaxt? Nö. Die Steinaxt kannst du aber unterwegs reparieren, ne? Das ist das Positive an der. Ja, warte mal, Herstellung. Hä, wie kann ich die unterwegs reparieren? Ich weiß es nicht mehr. Warte mal. Ging das nicht, dass man die reparieren kann? Warte mal. Mir war irgendwie so, als könnte man... War das nicht so? Ablegen, schließen. Vielleicht geht's auch nicht. Ich war aber irgendwie der Meinung, das ginge mal. Das kann sein, dass sich das geändert hat. Oder dass es ein anderes Spiel war. Ich finde, man kommt da dann doch... Bei solchen Kleinigkeiten kommt man leicht durcheinander. Aber sei es drum, ich bringe jetzt erstmal das Holz, das ich habe. Soll ich direkt mal Bretter draus machen oder brauchst du auch Baumstämme? Bretter. Dann bretter ich mal los. Bretter du mal los, weil ich hole nämlich auch schon Baumstämme, weil die Bretter, die ich hatte, habe ich schon verbrannt. Verbrettert. Hey, hast du zu viel Weihnachtspunsch getrunken? Eieiei. Zu wenig, glaube ich. Zu Ja, wie sind denn eure Weihnachten so, Mensch? Ihr könnt ja mal was an die Kommi schreiben. Besinnlich, bekekst, bepunscht. Oder bepunscht, falls es Ärger gibt. So, 57 Bretter lege ich dir in die Kiste. Was brauche ich denn alles? Feuersteine. Oh, man braucht ganz schön viele Flamme-Essenzen für das, was man da herstellen kann. Müssen wir mal gucken, wie viel wir haben. So, jetzt baue ich mir noch einen Knochen ab. Heilige Knochen und Haut vom Knabberer, das ist kein Problem. Oh, Knabbererhaut haben wir ja mittlerweile richtig üppig. Ja. Haben mehr. Obwohl die so gefährlich geworden sind. Der Nico und ich haben festgestellt, die Gegner sind schwieriger geworden mit dem Update. Ja, gerade die Knabberer, die sind mit ihrem Feuer deutlich schneller geworden. Das heißt, man muss echt aufpassen beim Ausweichen. Du, gucke mal kurz. Reicht das so von der Größe? Ja, ne? Ja, ich denke schon. Also ich will es jetzt auch nicht zu sehr übertreiben hier eigentlich. Was? Danke. Ach ja. Es hat sich einfach nichts geändert. Das ist so schön. Kontinuität. Oh, mit der Knochenaxt geht es ja viel schneller. Ja, ja, die ist super. Warte mal, was kosten eigentlich Fenster? Fenster. Die kosten Knabbererhaut. Fett. Wieso kosten Fenster Knabbererhaut, okay? Das wüsste ich jetzt aber auch gern. Das heißt, wir haben gar keine veganen Fenster. Bitte, fang das Thema bloß nicht an. Bitte. Nein, wir haben keine veganen Fenster. So, bist du zufrieden? Das ist ganz schön brutal, finde ich. Was für... jetzt fehlen mir schon wieder Bretter. Ich werde nicht mehr. Ich hatte doch erst welche gemacht. Oh nein. Ach so, nein, die habe ich noch gar nicht benutzt. Ich habe erst die benutzt, die ich gemacht habe. Ach so. Aber ich dachte, hier und da ein Fenster wäre halt schon schön, ne? Ja, aber das Wohl der Tiere. Die armen Knabberer. Komm mir nicht so. Ich weiß nicht, wie viel hast denn du heute schon
in Anführungszeichen gestreichelt. Sowohl als auch. Also sowohl in Anführungszeichen gestreichelt, als auch richtig gestreichelt. Du hast Knabberer gestreichelt. Ja, das auch. Im Lebtag nicht. Doch. Was denn für welche? Deswegen habe ich dir jetzt 45 Bretter in die Kiste gelegt. Ich bin verwirrt von deiner Aussage. Ich weiß nicht, wieso. Flieg mal weiter. Flieg du mal lieber weiter. Und ich baue hier mal... Was ist denn jetzt schon wieder? Was? Dächer kosten auch Knabbererhaut. Was? Also, jetzt hört's aber auf. War das vorher auch schon so? Ich glaube, ja. Siehst du mal, was das Haus gekostet hat? Puh. Schweinerei. Schweinerei, ja. Oh, ich sammle jetzt keine Zweige mehr. 5 Millionen Zweige braucht kein Mensch. Achso, nee, die schmeiße ich mal weg. Ach, irgendjemand will hier Stress. Hey, machst du denn? Komm mal mit. Nicht, dass du das gute Haus beschädigst. Frecher Typ. Lump. Mach Fenster aus deiner Haut. Kann der froh sein, dass ich kein Glaser bin, ey. So. Treppe. Also die Außenverkleidung, die mache ich dann Outtake, ne? Also nicht wundern, das bleibt natürlich nicht so. Nur noch mal kurz erwähnt hier, ne? Das hier können wir mal dahin machen. Ach, zu langsam kommen wir aber voran hier. Elligard, ich brauche Bretter. Ja, sofort. Stauen Sie so lang. Ich habe hier gerade eine kleine Schweinerei am Laufen. Oh, das zu Weihnachten? Das glaube ich ja gar nicht. Wie läuft dein Weihnachten so eigentlich? Gab es schon Geschenke? Nein. Also, wieso, heute ist der 25. Gibt es am 25. bei dir noch keine Geschenke? Nein, also bei mir gibt es keine Geschenke mehr. Was? Ja, bei uns kriegen nur die Kinder Geschenke. Was, ja. ist das für ein bekacktes Weihnachten? Ja, das Christkind kommt doch nicht zu Erwachsenen. Ja, yeah, okay. Wieso, tja. Wie ist das bei euch? Also, kam das Christkind, hier gibt's Geschenke, ja klar. Oder kam der Weihnachtsmann zu dir? Es kam eigentlich der Grinch und hat mir Stachelzwerge auf die Po geschlagen. weil ich immer so gemein bin. Also ein bisschen Geschenke gibt's ja natürlich. Klar. Okay. Ich finde, was auspacken ist halt schon immer... Es geht ja nur ums Auspacken, weißt du? Ist ja egal, was eingepackt ist, aber es geht einfach so. Ich finde es schön. Ich mag das irgendwie. Was hast du da gemacht? Ja, gut. Ich wollte auch nicht draufspringen, aber es hat nicht geklappt. Das ist aber auch nicht nett. Ja. Tja, kein Wunder, dass du keine Geschenke gekriegt hast. Oh Mann. Aber gut Essen gab es auf jeden Fall schon. Ja, gutes Essen gab es natürlich. Ein bisschen gute Getränke gab es. Getränke? Ja. Was denn? So Getränke mit Umdrehungen. Mit Umdrehungen? Achso, man trinkt ja, erst, während man sich im Kreis dreht. Ne? Ja, ich verstehe. Genau. Ah. Du hast es erfasst. Jetzt sind bei euch keine Getränke mit Umdrehungen. Nee, bei uns gibt es nur Stoff. Also ist es hier jugendfrei oder was? Jugend was? Jugend wer? Oh, was willst denn du? Nee, du, war schön. Ich meine, das ist ja immer so ein bisschen das Gleiche. Bei uns geht es wenigstens nicht ab. Ne? Es gibt ja Familien, die fetzen sich ohne Ende. Das gibt's bei uns überhaupt nicht, weil wer sich nicht mag, der sieht sich auch nicht, auch an Weihnachten. Und eigentlich finde ich das auch schön. Dieses zwanghafte Zusammenkommen, ob man möchte oder nicht, das kenne ich zum Glück so nicht. Das heißt, es ist immer sehr entspannt. Ja,
vor allem ist auch Quatsch eigentlich, ne? Da kommst du am Weihnachten zusammen, um dich anzukacken. können sie doch eigentlich unter das Jahr machen und dann Weihnachten Ruhe geben, aber nein. Und das Jahr vermeidet man das und am Weihnachten trifft man sich, um genau einem anderen auf den Sack zu gehen. Ja, wobei das ist ja dann bei manchen Familien sehr spannend, wie dann jeder in seine alten Rollenbilder verfällt, ne? Also das jüngste Geschwisterchen, dann wie sich es immer nach den Älteren richtet, das älteste Geschwisterchen, wie es immer benachteiligt wird gegenüber den Jüngeren, um die man sich ja viel mehr kümmert, was ja im Erwachsenenalter wahrscheinlich gar nicht mehr so ist, aber irgendwie dann immer noch alles so interpretiert wird, das ist finde ich höchst spannend. Ah ja, du setzt also die Psychologenbrille auf zur Weihnachten. Ja, doch. Also, ah ja. Auch spannend. Ich finde es durchaus unterhaltsam. Du nicht? Ja. Also, für mich ist Weihnachten halt so Kleinigkeit auspacken, lecker essen, chillen, was essen, was lecker trinken, chillen. Das ist so Weihnachten ungefähr. Ah ja. Mag ich. Komme ich drauf klar. Ah ja, naja. Wann kannst du das mal machen sonst, ne? Sonntag? Siehste? Ja, aber das ist ja nur ein Tag. So kannst du 2 Tage geil essen und geil chillen. Also, und ich pack öfter was aus. Ja, weil du Geburtstag hast noch zwischendrin. Nee, weil ich online bestelle. Ja, aber ich sehe nicht wie... Alter, ach Hildegard, das ist doch nicht wie Weihnachten, Mann. Liebe Zuschauer, könnt ihr der Hildegard mal erklären, wie Weihnachten funktioniert? Doch, es ist sogar besser als Weihnachten, weil ich kriege auf jeden Fall was ich wollte. Ach so, sonst gibt's nur so ein paar alte Socken und eine blöde Vase, oder? Ja, früher war bei uns total in ein Umschlag mit Geld, das war ja schön. Hm. Und dann gab's aber so die billige Schokolade dazu, ne? Also, die kein Mensch essen will, die einfach nur so zuckrig schmeckt. Und du hast dir dann gedacht, naja, hättest doch lieber 2 Euro weniger in den Umschlag getan, hättest mir dafür die gute Schokolade gekauft, aber ich will ja nicht meckern. Ich meine, andere haben als Kind vielleicht nichts zu Weihnachten gekriegt oder wirklich nur was Blödes oder einen Apfel oder eine Mandarine und Nüsse. Von daher, ja, das ist alles auf Jammern auf ganz hohem Niveau. Oder ein paar Unterhosen. Gibt doch diese Ikea-Werbung da mit dem Kind, was irgendwie so eine Unterhose geschenkt kriegt. Du wirst lachen, ich habe tatsächlich schon mal ein Päckchen Slips bekommen. Echt? Ja. Das ist schon mal bitter, oder? Also das war zum Glück nicht das einzige Geschenk, aber ich war kurz verwundert. Ja, vor allem, wie kommt man, also ich weiß ja nicht, aber wie kommt man auf die Idee, dass das Gegenüber das irgendwie gut finde? Ich weiß es echt nicht. Oder was auch mal schön war, ich habe mir, das werde ich glaube ich nie vergessen, als Jugendliche wollte ich einen neuen Gelbbeutel. Und als ich jugendlich war, war das furchtbar in die von Eastpak. Kennst du die, die aus Stoff? Ja, die mit dem Klettverschluss, ne? Ja, genau. Und so einen hatte ich mir vorgestellt. Und meine Eltern hielten das für eine gute Idee, meinen Großeltern zu sagen, was ich mir wünsche, damit sie wissen, was sie mir zu Weihnachten schenken können. Und für meine Oma ist es kein Gelbbeutel, sondern ein Portemonnaie, was die kleine Hildegard denn wollte. Und was habe ich dann bekommen? Sie ist dann irgendwie in Karstadt oder wie auch immer das hieß. Und hat ein Portemonnaie geholt. Es hatte so eine Patchwork-Optik. Das war Leder und ganz komische Farben. Und dann so ein klassischer, kennst du diese Klemmverschlüsse mit den Böbbelchen, die man dann aneinander vorbeidrücken muss? Ja. Das war dann der Gelbbeutel, den die kleine Hildegard bekommen hat, statt dem coolen Eastpak-Beutel. Das war und schade. Wie hast du das dann in der Schule verbergen können? Ich habe den Gelbbeutel immer nur heimlich ausgepackt. Heute seid ihr dran mit Milchzahlen. Ah ja, okay. Ach ja. Ja, Weihnachten ist schon immer eigentlich... Ja, du hast recht, Weihnachten ist irgendwie lustig. Ja, eben. Man darf es nur nicht so ernst sehen. Ja, das stimmt. Und was war dein größtes Fail-Geschenk? Wo du dir was ganz Tolles gewünscht hast und dann hast du das zwar bekommen, aber irgendwie anders. Ich muss tatsächlich gerade mal überlegen, weil meistens
haben es meine Eltern ganz gut auf die Kette gekriegt. Weil ich muss leider sagen, oder zum Glück, das kann man ja sehen, wie man will, waren meine Eltern so vorausschauend und haben mich tatsächlich gerne mit Hardware versorgt. Also ich habe dann auch so Amiga gehabt und Zeug. Und aber interessanterweise haben sie es relativ gut auf die Kette gekriegt, mir meistens auch das zu kaufen, was ich wollte. Was einfach daran lag, dass wir nach dem zweiten Weihnachtsfeiertag zusammen dann irgendwo in den Saturn oder so gegangen sind. Und dann habe ich denen erklärt, welches ich gern hätte. Nicht schlecht, Herr Specht. Ja. Ja. Aha, die wohlhabenden Eltern also. Nee, nee, gar nicht, gar nicht. Also kann man wirklich so nicht sagen. Wir sind jetzt gar nicht mal so auf dem hohen Ross unterwegs gewesen. Aber meine Eltern wollten einfach, dass ich die Chance habe, da mitzuhalten und auch in der Schule dann natürlich besser zu sein, gerade in diesen Fächern. Früher gab es ja noch sowas wie mit Computer umgehen oder auch in der Berufsschule und so Gedöns. Und das muss sagen, das war schon von Vorteil. Und da bin ich meinen Eltern auch wirklich sehr dankbar, dass sie sich scheinbar ja selber irgendwo Geld abgeknapst haben, um mir das einfach zu ermöglichen. Und bin ich ihnen sehr dankbar, weil ja, wie man sieht, selbst heute noch bin ich daran interessiert. Und ich muss sagen, ich halte mich auch für durchaus sehr IT-affin. Und ich denke, das ist ja, wie gesagt, einfach dem Umstand ein bisschen geschuldet. Ja, jetzt hast du ordentlich angegeben, aber dein Fail-Geschenk kenne ich immer noch nicht. Achso, ja, ich muss ganz ehrlich sagen, ich kann es dir... Oh, warte mal, da draußen macht jemand irgendwas im Haus. Mir fällt auch ehrlich gesagt gar kein Fail-Geschenk ernsthaft ein. Ja, es gab manchmal halt so blöde Brettspiele oder so. Ah ja, so, weißt du... So Offline-Sachen. Nein, nicht so deswegen, aber... Sachen. Nein, aber so Risiko. Also Risiko habe ich geschenkt gekriegt, als ich 8 war. Heute schätze ich das Spiel, weil es echt ganz cool ist, weil es strategisch ist. Mit 8 fand ich das irgendwie kacke. Ja, und dann okay. Machst du so eine riesen Schachtel auf. Und aufgrund der großen Schachtel warst du natürlich auch dementsprechend groß enttäuscht. Ja. Es war jetzt nicht unbedingt ein Fail-Geschenk. Ich habe das Spiel übrigens heute noch, also... Nee, es steht wirklich immer noch bei mir im Regal. Ich besitze dieses Geschenk noch und ich freue mich, dass ich es auch noch habe, weil es etwas ist, was man halt aus der Kindheit noch aufbewahrt hat. Aber ja, es war einfach nicht meins, weil, ich glaube, ich weiß nicht, ob das für einen 8-Jährigen auch tatsächlich geeignet ist. Ja, 8 ist ein bisschen früh, ne? Ja. Aber mein Bruder hatte war der Meinung, das ist das Richtige. Ich glaube, er hatte nur Bock, es zu spielen, weil ich habe 2 Brüder. Und die beiden Brüder haben es dann auch gespielt. Und ich habe dann zugeguckt. Ich glaube, der Hintergrund war einfach, dass mein Bruder es selber gerne spielen wollte. Und ja, hat er dann auch gemacht. Schlau gemacht. Ja, war schön. Oh Mann. Also wie gesagt, war kein Fail-Geschenk jetzt im eigentlichen Sinne, aber ja. Ja, ich will mich ja nicht beklagen. Alles gut. Ja, so. Schön, haben wir das auch mal beschnackt. Ich sehe auch gerade, wir sind schon bei 28 Minuten. Der Raum ist soweit auch schon geschlossen. Das heißt, wenn du noch was platzieren wolltest. Der Tisch ist ja echt cool. Die Hildegard hat nämlich hier auch noch so einen Tisch gestellt. Wir mussten leider einen Stuhl kaputt machen, weil den konnte man irgendwie aus welchen Gründen auch immer nicht einsammeln. Wir wissen nicht genau warum. Der hat sich da irgendwie festgebackt. Aber da müssen wir noch einen hinstellen. Und ja, hier würde ich jetzt tatsächlich dann nur noch außen hier unten natürlich noch die Umrandung machen und oben noch ein paar Streben reinmachen, dass die Kiste ein bisschen hält und vielleicht einen Durchgang hier in den Raum, da müssen wir mal gucken. Ist eine der Kisten noch leer? Da ist du hast noch leere Kisten in die eine Kiste abgelegt. Ich wollte nur gucken, ob eine der platzierten Kisten bereits leer ist, damit wir da einen Durchgang noch machen können. Weißt du, was ich meine? Ja. Ich muss nur mal gerade überlegen. Also die hier wäre leer, aber das wäre doof, da den Durchgang zu machen. Cool wäre es ja hier irgendwie. Das heißt, wir müssen die Essenskiste umräumen. Ja.
Verdammt, ich habe mich jetzt gerade verflogen, aber ich habe noch eine interessante Insel entdeckt, durch Zufall. Die haben die wohl nachträglich, haben sie noch Sachen platziert auf den Inseln. Es gibt noch echt was zu entdecken. Echt? Aber das ist ja voll doof, weil du weißt ja dann gar nicht, auf welcher Insel es noch was gibt. Ja, aber hier gleich auf der Nachbarinsel, wenn man nach oben fliegt, da haben die jetzt so eine Art Stonehenge, so einen Kopf mit noch einem leuchtenden Auge und mit dem kann man sprechen. Habe ich gerade zufällig gesehen. Okay. Ja, okay. Ich wollte nämlich eigentlich nur Baumstämme holen, aber ja. Ich kann schon mal die ersten Sachen platzieren, soll man das machen? Ja, aber warte mal, bevor du das machst, nur damit du weißt, wo der Durchgang sein wird. Sehr gut. Den würde ich hier machen. Weil dann können wir die nächste Folge gleich im Drachendingen starten. Also die Statue ist ja der Knaller. Was ist denn das da in dem Glas? Das sieht ja geil aus. Das ist diese Io-Lampe. Boah, top. So. Aber das Bücherregal fehlt noch, oder? Ah. Mhm. Ah ja. Okay, cool. Machen wir auch das User Interface weg. So. Ach nee, wie gut. So, was ist und das hier? Letzte, das ist der Tavernentisch, der Tavernenhocker, der Wandteppich. Das hier ist diese Io-Lampe, das ist die Heldenstatue, das Bücherregal, das Schreibpult und dann gibt es noch die dekorative Vase, die habe ich uns aber hier auf den Tisch gestellt. Dekorativer Topf, Entschuldigung. Sehr geil. Gut, dann müssen wir nur gucken, dass wir vielleicht den Hocker und den Tisch ein bisschen mittig stellen oder so. Aber nice. Sieht ja echt alles ziemlich cool aus. Yep. Tja, dann würde ich sagen, verabschieden wir uns mal, oder? Aber hallo. Wir bedanken uns ganz herzlich bei euch fürs Zuschauen. Freut uns, wenn ihr ein bisschen beim Housing dabei wart als kleine Weihnachtsfolge. Und dann, ja, lasst es euch weiterhin gut gehen. Morgen ist ja nochmal Feiertag. Und dann sehen wir uns morgen auf jeden Fall in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Ciao. Ciao.